Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt, zurück in für uns noch unbekannten Gefilden. Wir sind eigentlich auf dem Weg in den Buckelsumpf, wo wir nach den Mumen suchen wollen. Das ist eine Geschichte, die mit Ciri zusammenhängt. Insofern natürlich besonders interessant. Vorher machen wir aber noch eine kleine Schatzsuche, denn hier soll das Grab eines Ritters oder eines Hexers, bin ich nicht ganz sicher, der Greifenschule sein. Also es geht um Greifenschulenausrüstung. Dessen Grab das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Wir werden sehen. Endet der Fahrt hier. Wir hatten zuletzt hier mit einem Bären gekämpft. Aber normalerweise müsste irgendwo ein Pfad weitergehen. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte. Ne, wir sind abseits des Pfades. Okay, alles klar. Da wollen wir hin. Na gut. Also, das habe ich irgendwo übersehen. Ah, schaut mal da unten. Da geht der Pfad weiter. Hervorragend. Folgen wir diesem. Ja, da wird es langsam gebirgiger. Und hier trennt sich der Weg. Ich muss kurz noch mal gucken, habe ich natürlich wieder nicht gemerkt. Okay, erstmal noch geradeaus und da oben dann rechts. Sieht fast so aus, als wäre das irgendwie auf der Bergspitze. Ja, aber das war jetzt irgendwie nicht der Pfad, ne? Ich glaube, wir müssen da entlang. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen abgekürzt. Schauen wir mal. Wenn es nach oben geht, sind wir, denke ich, richtig. Ja, da ist tatsächlich so eine Art Bergspitze. Okay, jetzt geht es hier durchs... eine Drachentötergrotte haben wir gefunden. Sind wir richtig? Das sieht ja hier sehr düster aus. Ich prüfe das nochmal. Ja, wir sind richtig. Was wissen wir über diese Ecke? Unter dieser Festung befindet sich eine modrige, stinkende Höhle, in der Reisende nichts aus ein paar fetten Egeln finden, wenn sie Glück haben. Trotzdem erzählen die Dorfältesten nach wie vor die Legende, der die Grotte ihren Namen verdankt. Tief in ihrem Inneren soll ein legendärer Drachentöter begraben liegen. Ja, und das wird... Ah ja, Georg, ein Hexer, doch kein Ritter. Also, der Hexer Georg, dessen Grab suchen wir. Da werden wir jetzt hineinmarschieren. Na schön. Hatte ich schon erzählt, dass ich keine Höhlen so richtig mag? Und ein Monsterlager? Könnte sein, dass das oben ist. Gucken wir mal. Okay. Naja, gut. Puh, ich vermute mal, dass es hier weiter runter geht. Jawohl. Dann zücken wir erstmal die Fackel. Und schauen uns ein bisschen um. Da oben sind auch mal... Ah, okay, hier ist das Symbol. Das ist, glaube ich, immer das entscheidende Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, vor allem kommt da irgendwas. Ah, Geister, ne? Ja, definitiv Geister. Dann lasst uns Geisteröl nutzen. Geister sind doch unangenehm. Ah, ah. Verdammt, ich habe kein Quen, das ist nicht gut. Puh. Okay, das war schon mal sehr unangenehm. Die Frage, reicht da ein Trockenfisch oder müssen wir mehr nehmen? Ist es das gewesen? Geht es hier noch sehr viel tiefer hinein? Das ist die große Frage. Tja, kann natürlich niemand beantworten. Na gut, wenn wir noch auf härtere Gegner treffen, dann werde ich auf Schwalbe wechseln. Oder auf weitere, sagen wir es mal so.
Okay, also es sind noch größere Gemäuer, wie es aussieht. Ja. Schutz erstmal. Und dann Fackel weg. Ich würde gerne erstmal noch Falle machen. Etwas besser. Kurze Orientierung. Wir sind von dort gekommen, nicht wahr? Jawohl. So. Hier haben wir schon mal schöne Kisten. Stammelforts Staub. Sehr gut. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Gutes Zeug dabei. Da ist sogar noch eine Kiste. Das ist es dann aber hier erstmal. Ne, da hinten. Monstersachen. Und da auch noch. Okay, wir sind auch wieder im Prinzip bei vollem Leben. Das ist doch schön. Warum wechselt er auf den Trank aus Tirnalia und nicht auf irgendwelche Lebensmittel? Ist der so toll, dieser Trank? Ist der, funktioniert der wie ein normales Lebensmittel? Das müssen wir uns mal kurz anschauen. Einfach normale Vitalitätsregeneration. Ja, ist quasi wie so ein billiges Essen. Ist wahrscheinlich auch dann weg, ne? Das ist, glaube ich, kein Trank, der dann erneuert wird. Ja gut, von mir aus können wir das auch nutzen. Okay, weiter geht's. Ja, könnte das hier schon das Grab sein? Möglich, nicht? Okay. Interessante Schemata. Ein Kürass. Meritium-Barren, auch wertvoll. Hier nur ein paar Pilze, die wir natürlich auch mitnehmen. So, das sieht doch irgendwie nach einem Grab aus. Ein Grabstein. Okay, aber das sind nur, ich sag mal, normale Schemata, die mit Sicherheit hilfreich sind, aber noch nicht das, was wir eigentlich suchen. Aber es gab ja noch einen weiteren Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Da hinten. Okay. Fackel weg. Und bitte fallen her. Komm mal ran hier. So, das war einfach. Frau. Aber das... schaut mal. Hier geht's noch geheimnisvoll weiter. Sehr spannend. Und da lauert noch... ja, okay, alles klar. Hier geht's weiter. Ich wollte eigentlich kein Feuer machen. Aber war ja auch okay. Oh, zwei noch. Was ist das hier? Wo kommt das Feuer her? Ach so, das mache ich mit meiner Fackel. Gar nicht so schlecht, oder? Komm mal zurück, du blöde Erscheinung. Da war irgendwie Gift. Ah. Das habe ich zur Explosion gebracht. Aber wie ist es da hingekommen? Und wenn ich jetzt mit der Fackel da durchgehe,
Das ist irgendwie unangenehm. Hm. Gut, müssen wir die erstmal ausmachen und vielleicht mit einem Feuerstoß die ganze Sache einmal entzünden und dann durchlaufen. Na ja, gut, da hinten bleibt Gift. Okay, das ist sehr schlecht. Ganz schnell durch. Okay, wir sind da, wir sind hart vergiftet. Und ich höre irgendwas Unangenehmes. Dahinter ist was Großes. Okay, aber Gott sei Dank schützen uns jetzt ein paar Steine, so dass wir uns hier ein bisschen vorbereiten können. Die Frage ist, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal Schwalbe, damit wir schneller an Leben gewinnen. Ich würde gerne wissen, was das da ist, was dahinter wartet. Das ist schwer zu sehen. Jetzt, es ist kein Geist, das ist was anderes. Ist das ein Troll? Oder ein Golem? Irgendwas Dickes. Na gut, also wir können uns nicht so richtig darauf vorbereiten. Dann machen wir mal Art. Wir machen Schutz und wir gehen rein. So, was bist du und wo bist du? Da sieht mir irgendwie aus wie eine Bestie. Aber ist wahrscheinlich auch irgendwas Verfluchtes, ne? Ich nehme auf gut Glück so ein Verfluchtenöl jetzt. Bestienöl? Hybridenöl? Ich habe es leider nicht genau identifizieren können, womit wir es hier zu tun haben. So, Schutz habe ich. Was ist das denn? Okay, die ist unangenehm. Sehr schnell. Die kennen wir noch nicht. Okay, ich brauche Schutz. Shit! Da sage ich es noch und mache es nicht. Und ich werde Waldkauz nehmen. Das könnte hier problematischer werden, merke ich gerade. Was macht die da? Nein, nimm die Fackel weg. Nimm mal die Fackel weg, Geralt. Nimm die Fackel weg, danke. Ich brauche Schwalbe und ich brauche Schutz. Ich gehe mal kurz runter. Ich wechsle mal auf eine Kartätsche. Vielleicht hilft uns das noch irgendwie. Was ist das? Die ist ja wieder nicht. Shit. Ich brauche Ausdauer. Ich mach mal eine Bombe. Daneben geworfen. Na toll. Schutz. Ja, ich meine, vielleicht kann eine Falle helfen. Ich mach mal eine. Komm mal rein hier. War nicht schlecht, würde ich sagen. Wir brauchen bloß wieder Schutz. Ist da. Jetzt haben wir sie in der Ecke. Nein. Jawohl. Okay. Ekimen. Was hat es damit auf sich? Das war ein Vampir. Okay, damit auch das falsche Öl angelegt. Pah, da muss man keine Angst haben. Ekimen sind nur übergroße Fledermäuse. Letzte Worte einer unbekannten Stadtwache. Wie andere Vampire sind auch Ekimen, trotz aller Gerüchte, keine untoten Menschen, sondern Monster, die während der Konjunktion erschienen sind und sich nichts aus Knoblauch, Weihwasser oder religiösen Symbolen machen. Anders als in Balladen und Legenden verbreitet, sehen sie nicht wie schöne, blasse Aristokraten mit bezaubernden östlichen Gesichtszügen aus, sondern haben wie Katakane oder Nosferatu Ähnlichkeit mit riesigen Fledermäusen. Auch saugen sie nicht mit einem zarten, kussähnlichen Biss das Blut aus dem Hals von Jungfrauen, sondern reißen die Jungfrauen mit ihren langen, scharfen Krallen in Stücke und schlürfen anschließend das Blut vom Boden auf. Okay, aber dieses Komische, diese Bewegungen, die waren echt merkwürdig. Also Teufelsbovist hätte man, ja gut, wusste ich nicht. Vampiröl und Igni, wo ich doch so gerne verbrenne. Das hätte ich natürlich auch verwenden sollen. Na gut. Egal, wir haben es geschafft und vielleicht ist der Weg jetzt frei. Erstmal sammeln wir hier ordentlich ein. Schnaps, Mutagen, Ekimmerhaut, bisschen Bier und Oliven. Da ist noch eine
schöne Truhe. Aha, schaut mal, wir haben's. Schema Greifenrüstung, Greifenhose, Greifenstiefel und das Tagebuch. Sehr schön. Und das Tagebuch des Hexers. Das werden wir dann... Ey, uns fehlt echt noch eins davon. Das würde ich eigentlich gerne direkt mal lesen. Das müsste uns gleich angeboten werden. Da. Also. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Velen. Leider wurde ich von den Präfekten von Gors Velen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffbrüchen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ja, schaut mal, das ist da, wo wir schon gewesen sind. Da hatten wir ja auch schon einen Teil seiner Ausrüstung erhalten. Was ist das Schwert? Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet. Helle Schuppen, Hüfthöhe 2 Klafter, Länge 5 Klafter, Addendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal. Ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne mit der Jagd. Aha. Okay. Für den letzten Teil der Ausrüstung bleibt offenbar. Also der letzte Teil, den haben wir noch nicht gefunden. Da würde mich natürlich interessieren, wo ist denn das? Die Burg sollen wir durchsuchen. Aha. Okay, alles klar. Da. Ja, das ist noch weit entfernt, aber immerhin, wir können ja mit dem Schema sicher schon was anfangen. Das gucken wir uns aber dann bei der Nachtruhe an, würde ich sagen. Und ich sehe, wir haben immer noch nicht alles geplündert. Da hinten ist auch noch was. Kannst du hier mal hochspringen? Oh, Balladen und Hymne. Noch ein neues Buch. Sehr schön. Die nächste Lesefolge rückt definitiv näher. Hervorragend. Inzwischen müsste es schon Nacht sein. Wir gucken mal, wo wir hier rauskommen. Beziehungsweise, ob es hier noch weitergeht. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Ah. Sehr schön. Damit haben wir hier tatsächlich einen weiteren... Der Wind heult. ...einen weiteren Ausgang gefunden. Großartig. Und da oben... Ach, schaut mal. Das ist ein Ort der Macht. Na, großartig. Und da sehen wir den Buckelsumpf direkt unter uns. Wie passend. Kann man hier noch was untersuchen? Irgendwie nicht. So, da wollen wir natürlich hin. Ich will kurz mal schauen, wo wir jetzt eigentlich sind. Ah, okay. Ja, genau da wollen wir hin. Links von uns liegt offenbar eine kleine Siedlung und hinter uns ist noch diese Bergspitze. Ich würde sagen, es ist bestimmt jetzt schon spät geworden. Es ist 21 Uhr. Ich würde sagen, es ist vielleicht ganz angemessen, dass wir die Nacht in dieser Siedlung verbringen. Das scheint mir ganz gut zu sein, wenn es dann wirklich eine ist. Schaut mal, unten ist Feuer. Sieht so aus, ne? Kommen wir hier im Guten hoch? Kommen wir hier im Guten runter? Das ist die eigentliche Frage. Wir müssen, glaube ich, hier mal springen, oder? Ja, ist kein besseren Weg. Ja, aber Geralt schafft das. Gut, dann bewegen wir uns mal in Richtung dieses Feuers. Hier ist ja auch schon wieder so eine steile Schlucht. Aber das geht schon.
Das ist ein kleiner Bach. Meine Güte. Wo sind wir hier rausgekommen? Sehr schön. So, die Leute werden sich jetzt massiv erschrecken, wenn wir von hinten sie besuchen kommen. Niederwirr heißt dieser Ort. Aber wie kommt man dort hinein? Über diesen Weg und dann von oben runter? Oh ja, alles klar. So, liebe Leute, gibt es hier vielleicht eine Herberge? Alle sind schon in den Häusern. Wir suchen mal das Anschlagbrett. Ah, da ist noch jemand. Dann sagen wir erstmal Hallo. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, genau so siehst du aus. Okay, was ist hier los? Ein Auftrag, aber wir lesen erstmal die kleineren Sachen auch. Allerlei Flechtwerk. Flechtwerk aus Weide und Birke. Körbe, Matten und mehr. Wir flechten aus weißer und gefärbter Weide mit und ohne Rinde. Auf Anfrage stellen wir auch Möbel, Besen und weitere Haushaltsgegenstände her. Natürlich keine Kochtöpfe. Preisverhandlungssache, Feldfrüchte besonders willkommen. Matri und Töchter. Dann zintrische Wandteppich. Tausche 3 aufwendige zintrische Wandteppiche gegen Lebensmittel, vorzugsweise Fleisch. Doch auch Gemüse kommt in Frage. Die Teppiche sind neu und ungebraucht. Wunderbarer Stoff mit Leinenkettfäden. Herrliche Wandverzierung. War als Aussteuer für meine Tochter gedacht, aber die Schwarzen haben sie erwischt. Also gibt es keine Hochzeit, Geraldine. Ich wollte gerade sagen, hier scheint alles, die Welt noch in Ordnung zu sein, aber wohl doch nicht. Kirschner sucht Arbeit. Kirschner und Lederer, 20 Jahre Erfahrung, nimmt große und kleine Aufträge an, macht und repariert feine oder auch abgetragene Kleidung, zuverlässig und pünktlich, holt das Material ab, liefert die fertigen Waren, stets mit einem Lächeln. Schori Schwarzstrauch. Kostenloser Hund, gebe mein Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Lieber braver Hund, gehorch dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten. Idealer Hütehund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Und Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Biete Töpfe, Becher, Vasen, Pfeil. Geformt und gebrannt von reinem Lehm aus kleinem Weg. Ganz nach eurem Geschmack. Dekoriert oder schlicht, aber alles so hübsch wie ein Milchmädchen. Und doppelt so robust, Anselm. Gut, wir haben einen Monsterauftrag. Wer des Lesens kundig ist, der lese dies hier gründlich durch, auf dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Okay, wo wird das sein? Warten wir mal ab, bis die Quest triggert. Das Ding aus dem Sumpf. Schauen wir kurz auf die Karte. Müsste ja eigentlich hier in der Nähe sein. Ja. Ja, okay. Liegt natürlich jetzt in unserem Wirkungsbereich. Scheint allerdings eine relativ schwierige Sache zu sein. Wir werden auf jeden Fall erst einmal die Damen aus dem Buckelsumpf, die Mumen, besuchen. Aber auch das noch nicht als nächstes. Erstmal werden wir uns hier ein bisschen ausruhen. Ja, wir wollen jetzt hier nicht die armen Leute erschrecken. Wir gucken aber kurz nochmal, was hier steht. Auf Befehl des Kommandanten werden die Einwohner von Niederwirr und Lindenthal hiermit aufgehört, sich im Lager. Okay, das ist das Übliche. Gut. Naja, er wird sicher nichts dagegen haben, wenn wir hier die Nacht verbringen. So. Vorher schauen wir aber wie gewohnt nochmal in unser Inventar, prüfen, ob wir irgendwas ganz Tolles gefunden haben. Rüstungstechnisch sieht es aber nicht so aus. Hier unten war noch was Interessantes, vielleicht eine Mittelrüstung, aber minus 41, nichts wirklich Spannendes. So, bei den verzehrbaren Sachen würde ich sagen auch nicht. Dann wird es jetzt interessant, nämlich jetzt gucke ich mir nochmal die ganzen neuen Geschichten hier an. Bomben. Da ist was Neues zugekommen. Ah, wir können erstmals eine Demeritium-Bombe machen.
setzt eine Wolke aus den Meritiumsplittern frei, welche magische Fähigkeiten blockieren. Das könnte relevant sein. Wir schauen mal, ob hier irgendwas... Nö, davon haben wir genug. Verbesserter Mondstaub. Okay, hier kann man verhindern, dass Monster sich verwandeln und regenerieren. Verbesserter Samum. Ja, wir haben aber nur einmal Stammelforts Staub. Deswegen müssen wir uns entscheiden. Blendet Gegner in Explosionsradius. Ich würde sagen, wichtiger könnte Mondstaub sein, auch wenn wir es noch nicht verwendet haben. Stellen wir erstmal das her. Und dann, warum nicht die Demeritium-Bombe? Gut, Tränke. Wir können das Absud Raffats des Weißen und Vollmond. Stellt Teil, ach so, das wollte ich ja nicht. Teil der Vitalität sofort wieder her. Ja. Ja. Vollmond erhöht die maximale Vitalität. Das wollte ich nicht. Ich glaube, das könnte vielleicht sogar ganz sinnvoll sein. Die Neckerherzen haben es gebracht. Wir schauen mal, ob nicht Öle noch wichtiger sind. Ja, verbessertes Verfluchtenöl. Machen wir das mal zuerst. Damit sind, glaube ich, nicht mehr Öle. Ja, passt auf. Dann stellen wir Raffats Weisen absolut auch her. Okay. So, und bei den Handwerksschemata, da ist, glaube ich, einiges dazugekommen. Gut, also wir können diese ganze Greifenausrüstung, die können wir nutzen ab Level 11. Das haben wir bald erreicht. Dann sollten wir das, denke ich, machen. Darauf sollten wir hinarbeiten. Pulverisiertes Monstergewebe würde uns da fehlen. Bei der Hose fehlt uns nichts. Das ist gut. Beim Oberkörper haben wir, wie es aussieht, auch alles. Hervorragend. Das Greifensilberschwert könnten wir dann natürlich auch nutzen. Da fehlen uns Silberbarren, aber davon haben wir genug. Die können wir herstellen. Da haben wir auch noch ein Level 18 Silberschwert gefunden. Bei den Stahlwaffen ist ein bisschen was dazugekommen. Aber ich glaube nichts, was im Moment uns weiterhilft. Und bei den Stiefeln natürlich die Greifenstiefel. Sieht so aus, als hätten wir da auch alles. Ja, okay. Gut, also wenn wir 11 sind und dann beim nächsten Schmied sind, dann ist das, was wir tun werden. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, meditieren wir, bis, da wir jetzt keinen Händler brauchen, bis die Sonne aufgeht, also bis 4 Uhr. Und dann werden wir auf diesen Berg hier steigen. Als nächstes. Und dann müssen wir, fällt mir gerade ein, auf der anderen Seite wieder runter, denn wisst ihr, wer dort noch auf uns wartet? Die gute Plötze. Die wollen wir ja da nicht zurücklassen. So, da kommt die Sonne. Über dem Moor. Was ist das für ein Geräusch? Klingt so ein bisschen wie Kühe, könnte aber auch was anderes sein. Hirsche. Elche, was auch immer. Okay, liebe Leute. Ja, wir haben einen Plan. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich huste mal nicht so laut hier, wenn ich mich verabschiede. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.